ist dein Herz ein gläubiges Herz? Und dieses Herz ist hier als gläubiges Herz erklärt worden. Dieses Herz, darauf müssen wir schauen. Wir leben in einer kranken Welt. Und wenn du dir die Taten der Menschen anschaust, wallahi, eine kranker als die andere. Aber Allah erwartet von dir, dass dein Herz gesund bleibt inmitten von kranken Leuten. Das ist die Herausforderung für einen jeden von uns. Wir sehen, das Internet ist eine gewaltige Fitna, die Frauen sind eine gewaltige Fitna, das Geld, vor allen Dingen das Haram-Geld, welches lockt, ist eine gewaltige Fitna, dass man einen bestimmten Berufsstatus hat, ist eine gewaltige Fitna und dass man vielleicht bestimmte Positionen hat, wo man Leute leicht unterdrücken kann. All dieses ist eine Fitna. Allah erwartet, dass dein Herz gesund ist und gesund bleibt bis zum Tod. Und deswegen Abu Sulaiman, rahimahullah ta'ala, als er gefragt wurde, ayyul amali afdal, was ist die beste Tat, die man verrichten kann? Er sagte, ayyattali'a Allahu ala qalbik, fayara annaka la turidu min ad-dunya wal-akhira illahu. Dass Allah auf dein Herz schaut, während er sieht, dass in deinem Herzen du nichts sehnlicher begehrst als Allah. Ist das der Zustand von unseren Herzen? Dann beglückwünsche ich dich, dass du ein reines, sauberes, gläubiges Herz hast. Aber wenn das nicht der Zustand ist, liebe Geschwister, dann müssen wir unsere Herzen bessern, als der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser Liebling, gesagt hat, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa la ila ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah schaut weder auf euer Aussehen. Warum schafft Allah Azza wa Jal nicht auf unser Aussehen? Er hat uns so erschaffen. Und Allah Azza wa Jal schaut auch nicht auf unsere Körper. Er hat uns so erschaffen. Vielmehr schaut Allah auf unsere Herzen. Das ist ein Dars für dich und für mich, dass die größte Sorge von uns sein sollte, dass wir uns um dieses Herz kümmern. Denn viele Leute sind heute mit der Schönheit beschäftigt, mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen. Schaut mal, wie viel Zeit die Leute verschwenden. Wie viele muslimische Mädchen gibt es, die vor einem Schminkvideo sitzen, wie nur Tullabul Ilm, Schüler des Wissens, vor den Unterrichten von großen Gelehrten sitzen. Sie kann sich 2-3 Stunden so ein Schminkvideo angucken. Du machst dein Auge rechts, dann links, dann kommt hier Kochel, oben Kochel und irgendwann steckst du es dir ins Auge. A'udhu billah. Und sie schaut und schaut und schaut und ist zufrieden damit. Ihr Herz freut sich und lacht. Während wir als Muslime unsere Herzen mit was erfreuen sollten, mit den Worten Allahs Azza wa Jalla. Schaut, was die Sahaba radiallahu anhum gesagt haben, die großen Sahaba. Sie sagten, لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. Wenn unsere Herzen rein waren, haben wir nicht genug bekommen von den Worten von unserem Herrn, von Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Du siehst manchmal Leute, sie können stundenlang über Haram reden, über ihre Gelüste reden. Aber wenn du eine Ayah erwähnst, etwas vom Kitabullah, dann sagt er dir, ach, ich langweile mich nicht. Mein Herz verträgt das nicht. Krankes Herz. Was sagt denn die Sahaba? Wenn unsere Herzen rein waren, haben wir nicht genug bekommen von den Worten Allahs. Allahu Akbar. Was für gewaltige Aussagen von diesen großartigen Sahaba, die das tatsächlich in die Realität umgesetzt haben, liebe Geschwister, dass sie mit dem Koran gelebt haben. Und warum nicht? Welches Buch ist besser als der Koran? Allah Azza wa Jal sagt, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sprich, und wahrlich, dieser Koran leitet zu einem besseren Weg. Zu welchem Weg? Zur Zufriedenheit Allahs. Du hast ein Buch, welches dich zur Zufriedenheit Allahs leitet. Das heißt, alles, was du in diesem Buch liest, ist ein Weg, wie du dich Allah Azza wa Jal näherst und er damit zufrieden mit dir ist.